Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du maximale Schärfentiefe und exzellente Detailschärfe erreichst, indem du die Focus Bracketing Funktion mit internem Stacking verwendest. Am besten montierst du deine Kamera auf einem Stativ und wählst ein Motiv, das sich nicht bewegt. Um das Motiv gerade im Makrobereich von vorne bis hinten scharf zu bekommen, wählst du den Modus AV, Blendenvorwahl. Empfohlen ist der Blendenbereich 5,6 bis Blende 11. Stell den AF-Betrieb One-Shot und den Selbstauslöser ein. Ich empfehle dir, einen neuen Ordner pro Stacking anzulegen. Das machst du entweder im gelben Menü oder du belegst dir in der angepassten Steuerung eine Taste mit dieser Funktion. Im roten Menü aktivierst du das Focus Bracketing. Danach wählst du die Anzahl der Bilder von 2 bis 999. Die Fokusabstufung ist standardmäßig auf 4 eingestellt. Diese kannst du bei Bedarf anpassen und festlegen, wie stark der Fokus verlagert werden soll. Dieser Wert wird automatisch an dem zum Aufnahmezeitpunkt verwendeten Blendenwert angepasst. Größere Blendenwerte erhöhen die Fokusverlagerung und sorgen dafür, dass das Focus Bracketing bei gleicher Fokusabstufung und gleicher Anzahl von Aufnahmen einen größeren Bereich abdeckt. Änderungen in der Bildhelligkeit während des Focus Bracketings kompensierst du, indem du Aktivieren auswählst, sodass die Kamera mögliche Belichtungsunterschiede automatisch ausgleicht. Aktiviere die Tiefenkomposition, damit die Kamera die Bilder gleich zu einem Stacking zusammenfügt. Die einzelnen Bilder werden ebenfalls gespeichert. Das Focus Bracketing ist im RAW- oder JPEG-Format möglich. Das gesteckte Bild wird als JPEG ausgegeben. Wähle Aktivieren für das Zuschneiden von dem Compositing aus, um Bilder ohne ausreichenden Bildwinkel für die Kompositionsausrichtung vorzubereiten und sie zur Korrektur des Bildwinkels zuzuschneiden. Wähle Deaktiv, wenn die Bilder nicht zugeschnitten werden sollen. In diesem Fall werden Bereiche ohne ausreichenden Bildwinkel in den gespeicherten Bildern durch einen schwarzen Rand abgedeckt. Du kannst die Bilder manuell zuschneiden oder sie je nach Bedarf bearbeiten. Lege den Autofokuspunkt auf die der Kamera am nächsten gelegene Ebene. Starte die Aufnahme. In Windeseile wird nun das Bracketing ausgeführt und das Stacking angefertigt. Du siehst direkt das zusammengesetzte Bild in der Kamera. Wenn dir der Schärfebereich zum Beispiel zu groß ist, kannst du die Aufnahme auch mit einer geringeren Anzahl von Bildern anfertigen. So schnell und einfach geht das. Viel Freude mit dieser Funktion!